Ja, hallo, ich begrüße euch herzlich zur heutigen Vorlesung. Wir machen weiter mit dem Thema Exoskeletten und insbesondere jetzt Handexoskeletten. Wir haben das letzte Mal über die spezifischen Anforderungen und geredet und dann den Begriff der Synergien eingeführt. Ich würde gerne heute mit dem Thema hier weitermachen und schauen, was sind Synergien allgemein, nicht nur im Kontext von Handbewegungen, aber natürlich insbesondere vor Handbewegungen. Was sind die unterschiedlichen Arten von Synergien, die in der Literatur bekannt sind? Was hat das mit Hand und mit der Realisierung von Händen oder Realisierung von Steuerungen von Händen zu tun? Und dann, wie bei den anderen Exoskeletten der oberen oder unteren Extremität, auf Beispiele, beziehungsweise zunächst mal die Typen, nicht anziehbar, also endpunktbasierte Exoskelette und dann kinematische Äquivalente und kinematisch verschiedene und Soft-Exoskelette, aber in dem Fall für die Hand. Aber wir fangen an mit Synergien und Synergien sind eine Möglichkeit, mit der man Handgriffe oder Hände allgemein in einem niedrigdimensionalen Raum beschreiben kann. Wir wissen, die menschliche Hand ist ein sehr komplexes System. Wir haben 21 Gelenke, bewegliche Gelenke, insgesamt 27 Knochen und über 39 oder über 30 intrinsische und extrinsische Muskeln, die dieses System steuern. Und in der Literatur hat man sich schon seit langem mit der Frage beschäftigt, kann man Griffe der menschlichen Hand auf eine einfache Art und Weise beschreiben. Also man muss sich vorstellen, wenn wir nur von dieser Beschreibung im Konfigurationsraum mit den 21 Freiheitsgraden ausgehen, dann haben wir einen 21-dimensionalen Raum, in dem wir beispielsweise mögliche Griffe suchen, beziehungsweise 21-dimensionalen Konfigurationsraum, den wir decken müssen, wenn wir eine Roboterhand oder eine Prothese entwickeln, die alle Griffe, die die menschliche Hand ausführen kann, auch tut. Ja? Das heißt, die Frage war, kann man Handbewegungen, und das ist vielleicht so naheliegend, weil viele Finger oder in vielen Griffen bewegen sich die Finger so in synchron zueinander, ganz salopp ausgedrückt. Und die Frage war, wie kann man praktisch diese Bewegungen der Hand in einem anderen Raum beschreiben, von einer niedrigeren Dimensionalität? Und da hat man hier Synergien definiert, insbesondere posturale Synergien, als Muster von Kovariationen in Gelenkbewegungen. Ja? Also Muster, die häufig auftreten bei der Ausführung von Bewegungen und wo man so eine Art Kopplung zwischen unterschiedlichen Gelenken hat. Gelenke oder Gelenkgruppen beziehungsweise Muskelgruppen, die diese Gelenke ansteuern, die bewegen sich immer ähnlich in solchen Situationen. Das heißt, statt dass man die Griffe als einzelne Bewegungen von Gelenken beschreibt, beschreibt man sie als die gleichzeitige Bewegungen von Gelenkgruppen beziehungsweise von Muskelgruppen. Und hier gibt es in der Literatur eine ganze Menge an Studien, die sich mit dem Thema Synergien beschäftigen, aber nicht nur für die menschliche Hand, sondern für den ganzen menschlichen Körper. Man könnte sich vorstellen, dass Bewegungen des menschlichen Körpers dann in einem noch höherdimensionalen Raum stattfinden. Wenn die Hand nur 21 hat und die andere Hand 21, dann sind wir bei 42. Und wenn wir Arme, Beine, Wirbelsäule und so weiter und so fort, dann haben wir einen riesigen Konfigurationsraum, in dem wir Bewegungen des menschlichen Körpers beschreiben. Und deshalb ist man immer auf der Suche nach effizienten Repräsentationen von Bewegungen für den ganzen menschlichen Körper. Darauf gehen wir jetzt in dieser Vorlesung nicht ein, sondern wir wollen spezifisch hier nur auf diese effizienteren oder niedrigdimensionalen Repräsentationen der menschlichen Hand, weil wir uns mit Roboterhänden
Prothesen, wie wir sehen werden im Kapitel 4, aber auch in diesem Kapitel mit Handexoskeletten beschäftigen. So, und die unterschiedlichen, sag ich mal, Forschungsrichtungen, die sich mit dem Thema beschäftigen, also Körper- und Handsynergien zu verstehen, die lassen sich so klassifizieren in drei Typen oder in drei Forschungsfragen. Einmal, wie kann man diese Synergien identifizieren, basierend auf Muskelaktivitäten oder auf Handsignale, die praktisch Stimulis für die Muskelaktivierung liefern. Und zum Zweiten, wie kann man diese Synergien beschreiben bzw. erklären, basierend auf Daten? Ja, also indem man Bewegungsdaten, zum Beispiel der Hand, Manipulation des Armes, aufzeichnet und dann in diesen Daten versucht, dort niedrigdimensionale Repräsentationen zu finden. Beispielsweise, was oft benutzt wird in diesem Kontext, sind Hauptkomponentenanalysen, um diese Muster in den Bewegungen der Gelenke, Muster, also häufige Auftretung, in Bewegungen der Hand zu extrahieren. Und zum Zweiten, natürlich für uns in der Robotik, aber auch im Exoskeleton-Design, ganz wichtig, wie kann man diese Prinzipien oder diese extrahierten Synergien nutzen, um einfachere mechanische Strukturen zu bilden, die trotzdem natürlich die Fähigkeit oder annähernd die Fähigkeit der menschlichen Hand approximieren. Und wie ich bereits erwähnt habe, das Ganze fängt in den Muskeln, das heißt letztendlich die Bewegungen, die wir ausführen, die werden durch Muskeln angetrieben und deshalb haben sich hier Wissenschaftler in Neuroscience mit der Frage beschäftigt, was sind die invarianten koordinierten Aktivierungen von Muskelgruppen im menschlichen Körper oder in der menschlichen Hand, weil wenn es uns gelingt oder wenn es einem gelingt, diese Building Blocks oder Einheiten von Muskelaktivierungen oder von Aktivierungen von Muskelgruppen zu identifizieren, dann sind das für uns fast so wie ein Alphabet, der alle möglichen Bewegungen beschreibt. Also nicht nur die Hand, sondern des ganzen Körpers. Und man hat das analysiert, wenn es um Muskeln geht und wenn tatsächlich bestimmte Muskelgruppen immer ähnlich sich bewegen bei der Ausführung von Aktionen, jetzt Griffen, und ich beschränke mich ab jetzt auf nur Bewegungen der menschlichen Hand, dann sollte irgendwie sichtbar sein in den Verläufen der EMG-Signale, ja, also der Muskelaktivierungssignale, dass Korrelationen zwischen EMG-Signalen unterschiedlicher Muskeln existieren bei bestimmten Bewegungen. Und da findet man auch in diesem sehr ausführlichen Paper, was wir hier empfehlen zum Lesen, drei unterschiedliche Typen, oder man unterscheidet zwischen drei Typen von Synergien. Einmal sogenannte statische Synergien, und zwar sie beantworten der Frage nach invarianten, koordinierten Aktivierungen von Muskeln bei einem statischen Griff. Ja, also das heißt, wenn ich einen Griff auf einem Objekt ausführe, ja, in dieser Pose, welche Muskeln werden aktiviert und gibt es immer Korrelationen zwischen diesen Aktivierungen der Muskeln und diesem Typ von Griffen? Wir wissen, es geht ja um Bewegung, also nicht um statische Synergien, um Posen. Und deshalb führen die Autoren auch hier den Begriff der synchronen Synergien, also zeitabhängige, lineare Kombinationen von statischen Synergien. Ja, also mit denen man zum Beispiel Manipulationen von Objekten beschreiben kann. Also zeitabhängige lineare Kombination von mehreren solchen Griffen, mit denen man zum Beispiel beschreibt, wie man Objekte manipuliert. Nicht nur greift, statisch greift, sondern manipuliert.
Und die dritte Variante sind sogenannte Zeitvariante-Synergien. Ja, also das heißt, Synergien oder Korrelationen von Muskelaktivierungen, mit denen man die gesamte Bewegung beschreiben kann. Ja, als lineare Kombination von synchronen Synergien, also von Zeitvarianten, linearen Kombinationen von statischen Synergien. Und das Paper ist sehr interessant zu lesen, aber erfordert auch viel Kenntnisse hier auf dem Gebiet. Deshalb hier nur die Hauptmessage, was für uns wichtig ist. Die Hauptmessage ist, dass diese Synergien, Muskelsynergien zunächst mal, also Korrelationen zwischen Muskelaktivierungssignale bei der Ausführung von bestimmten Bewegungen, die beschreiben biomechanische Kopplungen zwischen den einzelnen Muskeln bzw. den Gelenken, die durch diese Muskeln angetrieben werden. Und da sieht man hier ein Beispiel, das ist so ein Arm, da sieht man hier die linke Schulter, das ist Hals, also ja, hier, das ist die rechte Schulter und das ist der Oberarm, ja, also diese blauen Linien sind, sollen Trajektorien vom Oberarm oder die Segmente vom Oberarm beschreiben. Das ist die Schulter, Ellenbogen und Handgelenk und das ist zum Beispiel der Endeffektor hier am Ende für unterschiedliche Aufgaben, die man da ausführt. Aber wir konzentrieren uns auf Aufgabe 4. Also das ist Task 4 und das ist die Bewegung vom Arm hier von diesem Punkt zu diesem Punkt. Also Task 4 soll man jetzt von A nach B kommen. Das sind andere Aufgaben, wie hier dargestellt sind, auf die ich jetzt hier nicht eingehen werde. Das heißt, das ist die Kinematik von 5 Gelenken während der Ausführung von dieser Bewegung zum Ziel B4. Und das sind hier so 9 Muskeln, die im Arm-Handsystem wichtig sind für die Ausführung der Bewegung. Und das sind die Verläufe der EMG-Signale während der Ausführung dieser Bewegung von diesem Punkt hier zu diesem Punkt. Wie man sieht hier, das sind Signale, da kann man natürlich jetzt nicht sofort irgendwelche Korrelationen sehen in diesem Raum, in diesem neundimensionalen Raum der Muskelaktivitäten, aber man kann mit Hilfe von Methoden des maschinellen Lernens eine Dimensionalitätsreduktion durchführen, zum Beispiel Hauptkomponentenanalyse oder andere Verfahren. Und dann kann man hier Korrelationen in den Muskelverläufen hier abbilden auf 3 wichtige Komponenten, sogenannte Synergien, W1, W2 und W3. Ja? Das heißt, diese Aufgabe hier, dieser Task 4, lässt sich natürlich für uns Menschen als die Bewegung von hier nach da, für unsere Muskeln als diese Aktivierungssignale und in einem niedrigdimensionalen Raum, was diesen hochdimensionalen oder höherdimensionalen Raum beschreibt, mit Hilfe von diesen 3 Hauptsynergien. Ja, also wenn man Hauptkomponentenanalyse nimmt, dann sind das 3 Hauptkomponenten, die ersten 3 Hauptkomponenten. Und die beschreiben jetzt diese Muskelsynergien. Und man sieht ja hier die Muskelsynergien, die vor Task 4 verantwortlich sind. Und da sind ja nicht nur die Verläufe hier, sondern irgendwelche Koeffizienten C1, C2 und C3, auf die Details will ich jetzt hier nicht eingehen, beziehungsweise nochmal so ein Parameter, was zeitliche Verschiebungen oder Delay bei der Aktivierung der unterschiedlichen, beim Triggern der unterschiedlichen Bewegungen durch die unterschiedlichen Muskeln zustande kommen. Und die Frage hier von den Autoren war, wenn wir diese Muskelaktivierungen kennen, ich meine, es ist naheliegende Frage oder interessante Frage, wenn ich jetzt, ich bewege meinen Arm hier und ich kriege diese Muskelaktivierungen, andersrum, wenn ich die Muskelaktivierungen hier hätte, ja, weil ich zum Beispiel einen Roboterarm habe, den ich mit diesen Mustern steuern will, würde er sich so bewegen?
Ja, also und invers eigentlich in die andere Richtung. Und jetzt wollen wir diesen Arm nicht mit Hilfe von den neuen Muskeln steuern, sondern wir wollen den nur mit Hilfe von 3 oder 6 Parameter, wie man hier sieht, steuern. Ja? Deshalb können wir zunächst mal aus diesen Verläufen beziehungsweise aus den Synergien auf die Aufgabe zurückschließen. Also wenn diese Muskelaktivierungssignale da sind, beziehungsweise deren niedrigdimensionale Repräsentation, können wir sagen, dass das die Bewegung entlang der roten Linie hier, um zum Punkt 4 zu kommen, eindeutig. Das ist eine der Hauptfragen, die Autoren hier beantworten wollen. Also die Fähigkeit, eine Vorhersage zu machen, was für eine Aufgabe kann mit Hilfe von bestimmten Synergien realisiert werden. Also kann man die Aufgaben, kann man ein Decoding von diesen Signalen machen und wo als Ergebnis von diesem Decoding die Aufgabe resultiert. Eine ganz spannende Frage, die Autoren hier in mehreren Experimenten oder mehreren Versuchen behandeln. Das heißt, für uns ganz wichtig, wenn wir diese Relationen zwischen Muskelaktivierungen und Task und im Kontext von Greifen, kann dieser Task natürlich die Ausführung von diesem Griff sein. Oder nicht nur von diesem statischen Griff, sondern von mehreren aufeinander folgenden Griffen, lineare Kombination von Griffen oder zeitveränderliche Beschreibung von der gesamten Bewegung. Wenn uns das gelingt, dann können wir tatsächlich eine Prädiktion von der Aufgabe basierend auf EMG-Signalen machen und dann können wir auch umgekehrt definieren, welche Muskeln müssen wir aktivieren, welche Motoren letztendlich müssen wir aktivieren, um einen bestimmten Griff auszuführen. Das ist auf der Muskelebene, also wo die Untersuchungen tatsächlich im Muskelraum stattfinden. Also das sind die Muskeln, die involviert sind, PE, PR, PI, die Muskeln, die involviert sind bei der Bewegung und das sind die EMG-Aufzeichnungen während dieser Bewegung. Aber in den Neurowissenschaften hat man sich auch mit dem Thema aus einer anderen Perspektive beschäftigt, und zwar aus Greifdatenperspektive. Ja, also man hat hier, ohne jetzt in den Muskeln zu gucken, guckt, wie die Hand konfiguriert ist. Und wie die Hand konfiguriert ist, das heißt, wir haben die Gelenkwinkel der Hand. Und gelingt es uns dort, irgendwelche Korrelationen zwischen Gelenkwinkeln unterschiedlicher Gelenke zu finden? Und da hat Santello in einem Paper 1998 hier seine posturalen Synergien beim Greifen beschrieben. Und da wurde ein Experiment durchgeführt, wo Menschen 57 Objekte hatten und sie sollen sich vorstellen, wie sie diese Objekte greifen. Die haben so einen Datenhandschuh zur Aufzeichnung von den Griffen. Und da sieht man hier Apfel, Banane, Schraubendreher, ein Disk, eine Maus, eine Pfanne und so weiter und so fort, einen Reißverschluss. Und die sollten sich immer die Hand so formen, dass es passt für einen Griff, um diese Objekte zu greifen. Sie sollten sich vorstellen, wie man so ein Objekt greift und die Hand so formen, dass dieser Griff tatsächlich so sichtbar ist. Und diese Bewegungen wurden mit einem Datenhandschuh, der konnte 15 Gelenkwinkel der Hand aufzeichnen. Das heißt, wenn wir den gesamten Konfigurationsraum der Hand betrachten, dann haben wir einen 15-dimensionalen Konfigurationsraum. Und nicht 21 wie bei der Hand. Das heißt, wenn wir jetzt hier Hauptkomponentenanalyse auf Daten der Dimensionalität 15 haben, dann sollten wir 15 unterschiedliche Hauptkomponenten erhalten, die Varianz in diesen Daten beschreiben. Und die größere Hauptkomponente ist die wichtigste und die kleineren Hauptkomponenten, die sind vielleicht weniger wichtig, um die Varianz in den Daten zu beschreiben. Und das war so das Ergebnis. Also man hat diese Daten aufgezeichnet und man hat diese Hauptkomponentenanalyse gemacht. Und wie ich bereits erwähnt habe,
15 Hauptkomponenten. Dann hat man schnell festgestellt, wenn man nur die erste und zweite Hauptkomponente berücksichtigt, dann kann man über 80% der Varianz der Daten. Daten, das sind die Daten der Griffi, wo diese Probanden die 57 Objekte gegriffen haben oder sich vorgestellt haben, wie sie diese Objekte greifen. Wenn man die dritte Hauptkomponente nimmt, also erste, zweite und dritte, dann kann man sogar über 97% der Varianz beschreiben. Und da sieht man hier Beispiele, das sind die ersten zwei Hauptkomponenten. Die erste Hauptkomponente, also für so ein Modell der Hand hier, wenn die Hauptkomponente einen minimalen Wert hat, beziehungsweise einen maximalen Wert, beziehungsweise die zweite auch, dann sind das die resultierenden Griffe für diese Hand. Und der Griff in der Mitte ist praktisch der Mittelwert über alle Griffe, die in den Daten zur Verfügung stehen. Wenn man diese Daten hier jetzt plottet, und zwar nur für eine einzelne Person, beziehungsweise wie die Hauptkomponenten aussehen, dann kann man auch diese Objekte sehen. Also da sieht man hier die CD, die Apfel, Disk und so weiter und so fort, die Computermaus, Kamm, Zipper und so weiter und so fort. Das heißt, man sieht hier eigentlich, man sieht ja keine gute Clusterung in diesen Daten. Ja? Also man kann die jetzt nicht so in ein paar Clustern mal trennen und eine gute tun, in zwei unterschiedliche Cluster clustern und eine gute Repräsentation haben, sondern man hat eine Verteilung der Daten entlang zwei Hauptachsen. Ja? Und diese zwei Hauptachsen haben wir vorher an dem Beispiel gesehen. Das heißt, wenn man sich entlang einer Hauptachse bewegt, kann man tatsächlich die unterschiedlichen Konfigurationen des Griffes generieren. So, man hat hier tiefergehende Analysen gemacht. Auf die sind wir in der Vorlesung Robotik 2 eingegangen. Und ich weiß, dass viele von euch jetzt, die hier in der Vorlesung sind, auch dort waren. Falls Interesse besteht, könnte man die Folien dort angucken und schauen, welche Rolle beispielsweise die Hauptkomponenten höherer Ordnung spielen. Ob wirklich nur diese ersten zwei, drei Hauptkomponenten wichtig sind oder ob die Hauptkomponenten 4 bis 15 noch eine Rolle beim Greifen haben. Und die haben ja eine Rolle beim Greifen, um zum Beispiel feinfühlige Griffe auf komplex geformten Objekten zu realisieren. So, wozu verwendet man das hier? Das ist natürlich für uns in der Robotik unglaublich wichtig. Das heißt, um über 90% der menschlichen Griffe oder über 84% der menschlichen Griffe abbilden zu können, brauchen wir eigentlich nur so eine Hand mit zwei Motoren, also zwei Hauptkomponenten. Und wenn wir über 97% können wir theoretisch mit einer Mechanik, die drei Motoren oder drei aktive Freiheitsgrade hat, das Gleiche erreichen. Und die Vorgehensweise, die man hier sowohl in dem Paper von Santello als auch in einem Paper, wo man das Ganze für die Greifsynthese in der Robotik hier verwendet, ist, dass man diese Daten nimmt und diese Daten sind zunächst mal in einem D-dimensionalen Raum. Also die Daten in dem Santello-Experiment sind in einem 15-dimensionalen Raum, weil der Datenhandschuh 15 Gelenke messen kann. Dann eine Hauptkomponentenanalyse und mit Hilfe von dieser Hauptkomponentenanalyse berechnet man die Hauptkomponenten, die 15 Hauptkomponenten, von denen vielleicht die ersten zwei, drei wichtig sind. Wir wissen, zu jeder Hauptkomponente kann man einen Eigenvektor berechnen und diese Eigenvektoren wurden tatsächlich von Peter Allen und seine Studenten hier als die Eigengrasps. Ja? Und diese Eigengrasps von dieser Matrix, die praktisch alle Griffe beschreiben in den Daten. Diese Eigengrasp oder die Eigengriffe sind nichts anderes als die Synergien. Das heißt, die ersten zwei oder drei Eigenvektoren bzw. Eigenwerte und dazugehörigen Eigenvektoren, sprich Eigengrasp, sind nichts anderes als die Synergien oder müssen ja zu diesen Synergien
sind die Synergien im Datenraum, also im posturalen Raum, wenn wir die Daten betrachten. Und die müssen irgendwie korreliert sein zu den Muskelsynergien, die andere vielleicht in den Neurowissenschaften gefunden haben. Aber die Idee ist dann, die Idee, die Synergien benutzen, um einfachere, aber intelligentere Mechanik von Roboterhänden oder Handexoskeletten zu entwickeln. Und man sieht hier vor das Greifen, hat man basierend auf diese Eigengrasps oder die Synergien Griffe für Roboterhände generieren können, mit zwei Fingern, mit drei Fingern, mit vier Freiheitsgrade oder mit 12 Gelenken oder mit 14 Gelenken oder mit 20 Gelenken. Und zwar tatsächlich immer hier Minimum und Maximum von dem eigenen Grasp, ja, und wie praktisch die Handkonfiguration zwischen den zwei Werten sich bewegt. Von komplett offen, Abduktion, Flexion, Abduktion der Finger zu geschlossen und so weiter und so fort, sogar auch hier für die menschliche Hand, wie man sieht. So, das heißt, was für uns Redundanz beim Oberarm als Konzept wichtig war, was Compliance und Steifigkeit bei unterer Extremität war, ist bei der Hand Synergien. Ja? Das sind die wesentlichen Konzepte, die berücksichtigt werden müssen, wenn wir tatsächlich Roboterarme, Roboterbeine, Roboterhandy beziehungsweise Exoskelette für die obere Extremität, Exoskelette für die untere Extremität, Exoskelette für die Hand oder Handprothesen. Ja? Das heißt, wir müssen den Redundanzraum matchen bei der oberen Extremität. Wir müssen den Compliance- und Steifigkeitsraum matchen bei der unteren Extremität und wir müssen den Synergieraum, den Raum der Synergien bei der Hand matchen, damit am wenigsten Mikro- und Makro-Misalignments beim Design von Exoskeletten auftreten. Und das ist etwas, wo es noch keine Theorie dazu gibt. Also das ist natürlich ein altes Thema, Entwicklung von Exoskeletten, von Prothesen, Orthesen und so weiter und so fort. Aber es gibt noch keine systematische Theorie zur tatsächlich konzeptuellen Beschreibung von High-Level-Anforderungen an den Systemen und zur effizienten Steuerung von diesen Systemen. Und deshalb ist jede Idee natürlich hier sehr willkommen, falls jemand hier Ideen hat und jemand sich hier auf dem Gebiet mit uns vertiefen will. Handexoskelette, wir wollen gucken, wie wir zunächst mal diese Synergien, die wir so rein theoretisch hier definiert haben, für das Design berücksichtigen können. Und wir wissen, dass wir Bewegung generieren über Muskel und Sehnen und die Muskeln ziehen ja an dem Gelenk, dann beugt sich vielleicht mal ein Gelenk und mechanisch betrachtet haben wir eigentlich Kabel und irgendwelche Rollen, über die diese Kabel da abgewickelt werden. Und die Frage ist, ob man mit Hilfe von diesen mechanischen Strukturen oder Konzepten die Synergien realisieren kann. Und das ist tatsächlich, was man kennt im Maschinenbau, das Konzept der Unteraktivierung. Das heißt, dass man mechanische Systeme entwickelt, die weniger aktive Motoren, aktive Freiheitsgrade haben, als Gelenke bewegen können. Ja, also ein einzelner Motor, mit dem man beispielsweise alle vier Finger der Hand bewegen kann. Und dass es naheliegend ist, sieht man hier in dem Beispiel. Ein Motor hier, der übt hier eine Kraft, der zieht hier an diesem Seil. Und wir wissen ja, dass wir dadurch zum Beispiel das Gelenk hier und das Gelenk hier bewegen können. Und die Drehmomente, die hier auftreten, zum Beispiel im Gelenk 2, ist nichts anderes als die Kraftkreuzprodukt mit dem Hebelarm. Hebelarm ist nichts anderes als B2. Als B2, also der Vektor P2 minus C2, beziehungsweise das ist nichts anderes als der Radius von dieser Scheibe, von diesem Riemen hier. Und das gleiche hier, das Drehmoment, was hier auftritt, ist das Produkt multipliziert, also muss man Kreuzprodukt eigentlich hier schreiben, mit dem Vektor P1 minus C1, was nichts anderes als der Radius hier ist.
Das ist so, was man als Unteraktivierung kennt. So, jetzt schauen wir uns an, bevor wir mit dem Design von Exoskeletten für die Hand mal beschäftigen, noch ein paar interessante Konzepte, die hier mit diesen Seilen und Rollen zu tun haben. Ja, also man sieht hier, um diese Unteraktivierung zu realisieren, ist letztendlich so, muss ich ja die Kraft, die von einem Motor, die ein Motor aufbringt, irgendwie verteilen über irgendwelche mechanischen Strukturen, letztendlich Seile. Und das sind eigentlich die Verläufe der Muskeln in unserem Körper. Also wie die Muskeln so in unserem Körper verlaufen, wir kennen das ja in der Hand, das ist so ein kompaktes Muskelpaket mit den ganzen Verzweigungen und Anknüpfungspunkten an den unterschiedlichen Punkten der Knochen, damit tatsächlich die Gelenke sich so bewegen können. Und was sehr, sehr relevant ist mit dieser Idee der Synergien bzw. Realisierung von Unteraktivierung über Seile oder über Bänder, ist diese Frage, wie muss man tatsächlich diese Bänder oder diese Seile entlang der Gelenke der Finger rauten oder wie sollen die Verläufe aussehen, damit wir so einen Finger oder eine Hand entwickeln können, die beste Greifperformance hat, sogar Superhuman Performance hat, die besser sogar greifen kann als die menschliche Hand. Und da gibt es eine große, nicht nur Debatte, sondern Diskussion, was ist eigentlich das Beste, die besten Umlenkmechanismen von Kerben hier entlang dieser Rollen in diesem Finger beispielsweise. Und ob man diese Verläufe so optimieren kann, auf irgendeine Art und Weise, damit man bessere Funktionalitäten hat, bis hin zu einer Performance, die besser ist als die menschliche Performance. Und ein Paper, was ich hochinteressant finde hier, ist das, was hier angegeben ist, der die Frage untersucht, ob und wie die Anzahl und die Verläufe von Sehnen, das sind letztendlich jetzt Kerben, wenn wir das technisch realisieren, ob und wie die Anzahl und die Verläufe, die Art und Weise, wie die Kabel verlaufen, tatsächlich einen Vorteil für die Funktionalität bringt. Und das haben die Autoren hier anhand von der Fähigkeit, Präzisionsgriffe mit Hilfe von Fingern zu realisieren, die mit solchen Kabeln realisiert sind. Also mit Kabeln mit entsprechenden Verläufen. Und das Ganze erstaunlich, also das sind irgendwelche Modelle, also man hat sich nur fokussiert auf diesen Präzisionsgriff, wie hier dargestellt und wie sollen die Kabel jetzt hier ausgelegt werden, damit man hier möglichst beste Griffe für diese Präzisionsgriffe realisiert. Und da hat man hier ähnlich wie bei dem Exoskeleton, wo wir mit Optimierungsmethoden die Verläufe der Seile auch optimiert haben, um eine möglichst gute Abdeckung vom Arbeitsraum zu realisieren, hat man das auch hier gemacht und wie gesagt nur für Griffe zwischen Index und Daumen mit natürlich hier Methoden, also Monte Carlo Simulationen, um das Ganze mal zu bewerten zu können. Man hat 4000 unterschiedliche Fingerdesigns generiert, ja, also Fingerdesign, die unterscheiden sich in Art der Kabel und wie die Kabel geroutet werden oder geführt werden. Und man hat eine Optimierung der Gelenkzentren, ja, also nur der Gelenkzentren hier, der drei Gelenke, indem man geguckt hat, wie weit diese Gelenkzentren von der Mittelstellung abweichen, weil wir wissen, wenn die Gelenkzentren sich auch verschieben im Hinblick auf Exoskelette, dann haben wir Mikro- und Makro-Misalignment, aber die Überlegungen hier, die sind unabhängig von Exoskeletons. Die sind auch wertvoll für das Design von einer Roboterhand, ja, die eine bessere Performance hat. Und man hat eine Optimierung von der Spannung, die in diesen unterschiedlichen Bändern oder Kerben eigentlich möglich ist.
So, auf diese Optimierungsmethoden will ich jetzt hier nicht eingehen. Wenn die Leute Interesse haben, dann können sie das in dem Paper nachlesen. Aber interessant sind die Ergebnisse. Ja? Also man sieht hier unterschiedliche Entwürfe. Ja? Das sind hier die Sehnen, ja? Die hier 7 Sehnen, hier mal weniger, hier nochmal 7. Und man hat optimiert bezüglich Änderung der Rotationszentrum und die Spannung in den jeweiligen Bändern. Und als Ergebnis kam raus, dass die optimalen Designs von so einem Finger, der eine bessere Performance hat als der Mensch, das ist die Greifqualität hier dargestellt für die menschliche Hand, ja. Also für die menschliche Hand, und das ist hier für die Finger, die mit Hilfe von dieser Optimierung realisiert wurde, also mit Hilfe von diesen Kabeln und Rollen, die man hier sieht. Und man sieht hier die Greifqualität bei Modell der menschlichen Hand liegt bei 24 und hier bei vielen Entwürfen bei 33, sogar 34. Das heißt, man kann Konzepte finden, die eine bessere Greifqualität und das nur für diesen Präzisionsgriff hier erzeugen, als das, was die menschliche Hand kann. Und diese optimalen Designs, die sind weder symmetrisch, ja, noch zufällig irgendwie. Ja. Und man sieht hier, dass man die Fähigkeit des menschlichen Greifens bei über 45% übertrifft. Und dass die intuitive symmetrische Führung von den Kabeln, die wird übertroffen also mit einem Faktor von bis zu 435%. Ja? Also das heißt, das ist so die symmetrische Anordnung der Bänder, die man nehmen würde, um dieses System zu realisieren. Und man sieht hier ein System, was ja alles andere als symmetrisch ist, was die Führung der Bänder oder der Kabel ist. Und die Greifqualität, die liegt, wie man sieht, hier über 400% höher, als was die symmetrische Anordnung angibt. Hochspannend und hochinteressant und lässt eigentlich hoffen, dass natürlich diese kabelbasierte Lösungen, die sind die werden sehr bevorzugt bei der Realisierung von technischen Systemen, wenn man sie richtig in den Griff kriegt, also diese ganzen Probleme, die mit Kabelführung und die mit Beständigkeit und Reibung und so weiter in den Griff bekommt. Aber die sind sehr bevorzugt, weil die haben natürlich eine große Leistungsdichte. Die erlauben uns, dass wir jetzt nicht Motoren hier in den Fingern realisieren oder installieren oder platzieren, sondern die können irgendwo an anderer Stelle sein und somit das ganze Gewicht jetzt von den proximalen Enden, ja, also von den Enden der Extremitäten wird kleiner und somit auch die Trägheit von dem System auch kleiner. So, aber jetzt wollen wir gucken, wie man Unteraktivierung in Roboterhänden realisiert, und zwar Exoskelette. Und wir wissen, Hand 21 Freiheitsgrade, und wir wollen schauen, was gibt es heute für Beispiele, wo man diese Ideen, diese Kopplung der unterschiedlichen Fingern mit welchen Unteraktivierungsmechanismen hier realisiert hat, um die natürliche Steuerungskomplexität zu reduzieren und auch die mechatronische Komplexität. Also wenn man an sowas hier denkt, also das als Handexoskeleton, das kann vielleicht irgendeine Funktion erfüllen, aber das ist nicht, was ihr euch wahrscheinlich vorgestellt habt von einem Handexoskeleton. So, deshalb fangen wir an mit den Typen, und die Typen von den Handexoskeletten, die sind ähnlich zu dem, was wir bis jetzt kennengelernt haben. Der Unterschied ist hier nicht anziehbar bzw. endpunktbasiert und dann anziehbar, wiederum endpunktbasiert und kinematisch äquivalent, verschieden und soft.
Und da wollen wir hier Beispiele sehen, also nicht anziehbar und nochmal unterteilten Endpunkt und kinematisch äquivalent. Das werden wir gleich sehen. Das hat wenig mit Handexoskeleton zu tun, sondern mit haptischen Geräten zu tun. Das sieht man hier, wo die Finger hier praktisch in diesen zwei Endeffektoren gehen. Das ist der Master Finger 2. Und das ist tatsächlich ein Setup, was im Bereich Haptik zur Stimulation, also Haptik verwendet wird, also zum Beispiel bei Ertasten von Organen in der Chirurgie mit einem entfernten System, also nicht mit dem System, und wo der Chirurg oder der Benutzer hier die Kraftinformation spürt und kann gleichzeitig vielleicht auch die Kraft steuern. Genau, und da sieht man hier, dass man hier mehrere Finger am Ende, das ist praktisch, muss man sich vorstellen, der Aufbau, und das sind die Endpunkte, und wo der Benutzer tatsächlich über diese Endpunkte das System steuert, zum Beispiel zum Ertasten oder zur Exploration von Weichgeweben im Körper mit Hilfe von Endoskopen oder Ähnliches. Ja. Das zweite nicht anziehbare Handexoskeleton sind diese Haptic Devices, Phantom oder Touch Haptic Devices. Die sind verfügbar, kommerziell verfügbare Systeme. Und die bilden sogar die komplette Bewegung vom menschlichen Arm, also auch mit einem Schultergelenk. Und da kann man hier Bewegungen oder beziehungsweise Messungen von 6 Freiheitsgraden hier durchführen und sogar auch Kraftfeedback entlang der translatorischen Achsen, der 3 translatorischen Achsen auch messen. Weiteres Beispiel sieht man hier, das sind diese virtuellen Stifte, da sieht man hier, das könnte man sich als Handexoskeleton mal betrachten, deshalb sind sie nicht anziehbar, aber vom Prinzip hier sind endpunktbasierte Systeme, mit denen man ein Target, sag ich mal, steuern kann. Also beispielsweise werden sie hier bei chirurgischen Simulatoren oder bei CAD-Konstruktionssystemen eingesetzt. Und die haben jetzt, würde ich mal sagen, jetzt wenig hier mit dem, was wir in der Vorlesung behandeln, zu tun. Aber ich wollte das der Vollständigkeit halber hier erwähnen. So, nun nicht anziehbare Handexoskeleton, das ist dieses System hier, wo eine Person, die zum Beispiel die Hand nicht bewegen kann, und das ist eins der großen Anwendungsgebiete von Handexoskeleton, Rehabilitation von der Handfunktionalität nach zum Beispiel Schlaganfällen beziehungsweise nach Verletzungen der Hand. Und da sieht man hier, das ist die nicht gesunde Hand, also die Hand, die therapiert werden soll. Und da hat man ein Exoskeleton gebaut mit 18 Freiheitsgraden, um tatsächlich die einzelnen Gelenke der menschlichen Hand nachzubilden. Und mit Hilfe von dieser Hand kann der Benutzer tatsächlich mit der richtigen, gesunden Hand die Bewegungen vormachen bzw. vorgeben, die dieses Exoskeleton nachmachen soll. Also ich will diesen Griff trainieren. Ja? Und wie ich das gerade jetzt erklärt habe, das setzt voraus, dass natürlich hier man ein System am gesunden Arm oder an der gesunden Hand hat, die Bewegungen, die Sollvorgaben hier für dieses Exoskeleton an der Hand, die therapiert werden soll, also an der verletzten Hand oder gelähmten Hand, nicht perfekt funktionierenden Hand anbringen muss. Und da hat man hier natürlich, dass so eine Art Master Slave bzw. Self-Motion bedeutet, dass der Benutzer selber in einem Therapieprozess, wie ich bereits erwähnt habe, die Griffe bzw. Kommandos für dieses Handexoskeleton vorgeben kann. Und um diese Abbildung zu machen, braucht man natürlich entsprechende Sensorik. Der Nachteil
ist natürlich, dass der Benutzer jetzt hier zwei Handschuhe anziehen soll, anziehen muss. Einmal für die gesunde Hand, einmal für die nicht gesunde Hand. Und auf der anderen Seite braucht man natürlich eine ganze Menge von Aktoren, um diese Abbildung zu machen, um gezielt zum Beispiel alle bestimmte Gelenke der Hand anzusteuern, was ja das Gewicht von dem Exoskeleton größer macht. Aber wenn das Ganze stationär ist, ist das auch kein Problem, weil wir haben ja gesehen auf dem Bild, da liegt die Hand eigentlich im Exoskeleton und soll mithilfe von dem Exoskeleton trainiert werden, damit vielleicht diese motorischen Fähigkeiten wiedergewonnen werden können. Anziehbare endpunktbasierte Exoskeleton haben wir auch in der Motivation, haben wir gesehen, das sind so Exoskelette, wo praktisch die Struktur hier natürlich hier befestigt mit dem Finger, zum Beispiel an der Fingerspitze oder und dann an diesem Teil und dazwischen kein Kontakt mit der Hand, aus einem ganz guten Grund, damit man diese Mikro-Misalignments nicht hat. Also nur das Ende hier und die Basis müssen fixiert werden. Da braucht man überhaupt kein Alignment, muss man sich keine Gedanken machen über Ausrichtung der Gelenke bei der Bewegung. Aber auf der Art und Weise kann man natürlich nur praktisch den Endeffektor hier bewegen. Das heißt, man kann keine gezielte Steuerung der einzelnen Gelenke der Finger hier realisieren. Ein solches System ist das System, was man hier sieht, und zwar um tatsächlich feinfühlige Interaktionen mit Objekten in virtueller Realität zu realisieren, also das Greifen von virtuellen Objekten. Das ist so ein Exoskeleton, was mit pneumatischen Aktoren angesteuert wird. Das sind die Aktoren hier, und wie man sieht, liegen die Aktoren in der Hand gleich ein Minus, ja, für dieses Exoskeleton, weil man kann tatsächlich damit jetzt keine kompletten Griffe, beziehungsweise diese Aktuatoren hier, beziehungsweise die Struktur auf der Innenseite ist ja ein Hindernis für das Greifen. Aber dadurch, dass man hier pneumatische Antriebe benutzt, hat man große Kräfte. Man sieht hier 16 Newton an den Fingerspitzen hier. Und das Ganze ist sehr, sehr leicht. Das heißt 80 Gramm insgesamt für das komplette Exoskeleton. Nachteil, wie ich bereits erwähnt habe, diese Platzierung von den Aktoren im Inneren der Hand. Ja. Und das macht die Sache natürlich einfach. Wenn alles im Inneren der Hand ist, dann ist es viel einfacher als die Bewegung von extern, die Aktoren auf der Rückseite der Hand anzubringen. Dann gibt es hier ein weiteres System, also endpunktbasiert, anziehbar. Und da sieht man eigentlich die Struktur hier. Das ist die Befestigung an dem ersten Segment vom Finger und dann an der Fingerspitze hier. Und das Ganze auch für Virtual Reality Anwendungen, insbesondere um diese Kräfte, die bei Interaktionen mit Objekten in der virtuellen Realität an dem Benutzer zurückzugeben, so ein sensorisches Kraftfeedback zum Benutzer zur Verfügung zu stellen. Ansonsten anziehbare, endpunktbasierte Exoskelette vom Italian Institute of Technology, die sind auch sehr aktiv hier auf dem Gebiet, und da sieht man hier ein Beispiel, eine komplette Roboterhand, die eigentlich über die Hand liegt und aber nur am Ende hier befestigt ist, ja, beziehungsweise Kontakt mit dem Finger nur am Endpunkt, deshalb Endpoint based. Und die Ziele ist auch hier den kompletten Bewegungsraum natürlich der Hand nachzubilden, und dass man auch durch diese Art unterschiedliche Hände hat. Und wie man sieht, auch ganz besonders hier die Rolle vom Daumen, das heißt auch spezielles Gelenk bzw. ein Finger, was Daumenbewegungen ansteuern kann. Da sieht man hier das Design, also wie praktisch das Ganze hier realisiert wurde.
keine Seilzüge, sondern Direct Drive Mechanismen, die erlauben Rotation, also zwei rotatorische Gelenke, die erlauben auch eine Anpassung von dem Länge von Palm, von der Handfläche und von den proximalen und medialen Fingersegmenten. Hat aktive Freiheitsgrade für Flexion, Aktion und passive Freiheitsgrade für Abduktion, Adduktion der Finger und verwendet 5 Watt DC-Motoren. Da sieht man hier die Spezifikationen nochmal, also wie das Ganze realisiert wird. Und wichtig ist natürlich für die Autoren waren einmal die Kräfte an den Fingerspitzen, aber auch der Range of Motion, also die Beweglichkeit, weil man wollte ja den Arbeitsraum der einzelnen Finger hier nachbilden. Da sieht man hier das Modell und sieht man, dass man hier kontinuierlich bis zu 8 Newton aufbringen kann, dass das Exoskeleton bei 460 Gramm wiegt und dass man hier, wie ich bereits erwähnt habe, 4 Freiheitsgrade pro Finger hat und nur eins von denen aktiv. Ja, also nur ein Motor, wie man sieht hier, ist aktiv und der Rest ist so über mechanische Prinzipien oder mechanische Übertragung der Kraft zu den einzelnen Gelenken der Finger. So, nun kommen wir zu den Typen von den anziehbaren Handexoskeletten und zwar kinematisch äquivalente zum menschlichen Finger oder zum menschlichen Finger, nicht zur menschlichen Hand. Das bedeutet, die Rotationszentren von dem Exoskeleton stimmen überein mit den Rotationszentren der einzelnen Finger. Man sieht, das ist ja ziemlich intuitiv. Das ist, wie fast alle Leute Exoskelette bis jetzt gebaut haben. Was ganz dramatisch ist natürlich bei der Hand, dass wir auf jeden Fall hier mehr Chancen oder mehr Gefahr für Misalignments haben. Was noch dramatischer ist bei der Hand, dass wir kaum Platz zwischen den Fingern haben, um diese ganzen Segmente, Motoren, Sensoren, Kabel und so weiter und so fort anzubringen. Deshalb ist praktisch so dieses kinematisch äquivalente Exoskeleton-Konzept für Handexoskelette kaum realisierbar. Es sei denn, wir haben tatsächlich Handschuhe, die wir anziehen, die auch gleich aktuieren und gleich Sensordaten oder Gelenkwinkel erfassen. Also vielleicht mit neuartigen Materialien, die sowohl Aktuator als auch Sensoren integrieren und die entsprechenden Kräfte und Momente natürlich aufbringen können. Forschung auf dem Gebiet in Multifunctional Materials zum Beispiel gibt es. Ja. So, deshalb die meisten Exoskelette werden, die momentan vorhanden sind und wahrscheinlich in absehbarer Zeit, die werden kinematisch verschieden oder unterschiedlich sein von der Anatomie der menschlichen Finger. Und da sieht man hier zwei Varianten, einmal ein Remote-Zentrum der Rotation, ja. Das löst natürlich das Problem wegen Platz und auch wegen Misalignment bei den kinematisch Äquivalenten. Aber man sieht hier, dass das Ganze komplex ist und dass es so eine gewisse Compliance haben muss, damit diese Misalignment bzw. Scherkräfte und Druckkräfte hier an den Kontaktpunkten oder Kontaktstellen mit dem menschlichen Finger reduziert werden. Wie man sieht hier, das ist aber sieht so anthropomorphic aus. Das heißt, wir haben ja hier die unterschiedlichen, Ränge um den Finger. Die werden von Motoren, die über diese Struktur vielleicht angebracht sind, angetrieben. Aber nicht anthropomorphe Realisierung, aber mit einer redundanten Struktur hier, damit man beispielsweise diese Compliance zu einem gewissen Grad realisieren kann. Das sieht man hier in dem Beispiel. Also wo man größere Anzahl von passiven Freiheitsgraden hier, wo man natürlich durch diese Auslegung der Rotationszentren dafür sorgt, dass es hier keine Misalignments auftreten.
Und hier gibt es unterschiedliche Systeme, die bekannt sind bzw. die entwickelt wurden in der Literatur. Die Zusammenfassung aber, dass diese Systeme erlauben natürlich die Kontrolle von der Stellung von einem Segment, also von einer Extremität, und die erlauben oder sollen eigentlich auch die Messung von den Positionen der einzelnen Gelenke erlauben. Aber man sieht hier, dass man große mechanische Komplexität braucht. Sieht man hier ein paar Beispiele. Das Beispiel von vorher, was eingangs zu sehen war, ein anderes Beispiel vom IIT oder auch ein Beispiel hier aus Japan. Und die wollen wir ganz kurz mal angucken, diese unterschiedlichen Exoskelette, beziehungsweise ein Beispiel ist das Hand, und das Hand-Exo kommt von der gleichen Gruppe, die das Ellenbogen-Exo entwickelt hat und was wir behandelt haben, das Neuro-Exo. Hier heißt es Hand-Exo, wo praktisch dieses Self-Alignment der Achsen der Gelenke beim Ellenbogen-Exoskeleton wichtig war, und wie wir sehen werden, hier auch die Self-Alignment bei den Fingern vom Hand-Exoskeleton, wie das realisiert wurde. Also das Design wurde vorgeschlagen, um kinematische Kompatibilität, Wearability und Portability von dem Exoskeleton, um diese Anforderungen zu erfüllen. Das heißt, Thumb-Finger-Hand-Exoskeleton, also wie man sieht hier ein Finger, also Indexfinger, und das ist der Daumen. Und was diese Selbstanpassung, Self-Alignment realisieren kann und Kräfte bzw. Bewegungen zu den unterschiedlichen Gelenken, Bewegungen für die unterschiedlichen Gelenken realisieren kann bzw. Kräfte dort aufbringen kann. Redundante unteraktivierte Struktur, wie wir vorher gesehen haben, gerade um diese Compliance zu realisieren. Man hat aktive Freiheitsgrade, um die Aktivierung von den Mechanismen. Man sieht hier auch wiederum Kabel, die hier zu den einzelnen Gelenken und die Kräfte da übertragen. Und passive Mechanismen, um zu entscheiden eigentlich, um diese Misalignment mehr oder weniger zu realisieren. Das heißt auch, um die gezielte Bewegung von den einzelnen Gelenken auch machen zu können. Da sieht man hier, wie man eigentlich vorgeht. Und das ist nochmal zu meiner Aussage von heute, dass bis jetzt nicht nur keine systematische Methodik geht, die diese höheren Anforderungen im Sinne von Redundanz, Compliance und Steifigkeit und Synergien, sondern auch keine systematische Vorgehensweise bei den mechanischen Konzepten. Ja? Das heißt, man muss sich die einzelnen Gelenke angucken, wie die Gelenke sich bewegen, wie die Rotationszentren bewegen, wo muss man welche zusätzlichen Gelenke, zum Beispiel hier ein Schubgelenk oder ein translatorisches Gelenk, damit man das hier realisieren kann. Und das sind natürlich ganz spannende, aber auch schwierige Fragestellungen, mit denen man sich befassen muss, wenn man so solche Exoskelette vor die Hand realisieren soll. Das ist die kinematische Struktur, also wie die Gelenke angeordnet sind und wie sie miteinander zusammenspielen. Das will ich jetzt hier an der Stelle nicht weiter vertiefen, sondern die unterschiedlichen Lösungen einmal für die Finger und einmal hier für den Daumen. Und die Adaptivität, das ist natürlich immer die Argumente oder beziehungsweise die Designkriterien, die jeder Designer so sich stellt und schaut, inwieweit man das mit dem eigenen Design erreicht hat, weil das war das Ziel: Comfort, Adaptability, Wearability und so weiter und so fort.
Das ist kabelgetriebenes Aktuierungssystem, hatte ich, glaube ich, auch erwähnt. Und der Vorteil von diesen Kabeln, dass man die Trägheiten von den beweglichen Teilen reduziert und somit natürlich auch vielleicht die Akzeptanz vom Benutzer erhöht. Und diese Kabel, die sind, wie man hier sieht, auch realisiert als antagonistische Paare, ja, und verwenden natürlich unter Aktuierungsmechanismen, um 4 Freiheitsgrade hier realisieren zu können oder bewegen zu können. Genau, das Unteraktuierungsmechanismus haben wir sogar gesehen in dem Beispiel vorher, ja, wie praktisch ausgehend von den Kräften, die ein Motor aufbringt, jetzt die Drehmomente in den unterschiedlichen Gelenken hier berechnet werden können. Und das Ganze hier wird aktuiert von diesem Remote-Einheit. Ja, da sieht man hier diese Remote-Einheit, die ganzen Kabel, die zu den Gelenken hier gehen oder zu den Fingern. Und der Motor hier, ja, und wie die Verläufe hier praktisch aussehen, wie die Kabel geroutet werden oder sich verlaufen, damit man die jeweiligen Gelenke bewegen kann. Man hat hier Analysen bezüglich Alignment durchgeführt, ja, und die Ergebnisse zeigen hier jetzt den Fehler von dem Winkel, von dem MCP-Joint und dass sie unter 1 mm liegen. Das ist natürlich genial, also solche Fehler. Das heißt eigentlich, die Misalignment bzw. die unerwünschten Shear- und Druckkräfte, die werden dadurch realisiert. Und das hat man natürlich nicht nur mit einer Person, sondern mit mehreren Personen hier gemacht und die Ergebnisse sind vielversprechend. Nun, Zusammenfassung von diesem Hand-EXO. Die Kinematik, da hat man 7 Freiheitsgrade für Index-Finger, 3 passiv und 4 aktiv, 9 für den Daumen. Das Ganze ist kabelgetrieben und das wiegt 440 Gramm ungefähr. Wir wissen, dass so ein Exoskeleton oder eine Handprothese, wie wir auch sehen werden im nächsten Kapitel, nicht über ein halbes Kilo wiegen soll. Das sind so irgendwelche Richtwerte hier, an denen man sich orientieren soll. Die Komplexität hier von dem System und vielleicht die noch nicht so ausreichende Robustheit sind natürlich Faktoren, die den realen Einsatz von diesem Exoskeleton verhindern bzw. nicht voll unterstützen. Woran natürlich man heute arbeitet, genauso wie bei Exoskelette der unteren Extremität, haben wir gesehen, die Soft Exosuits, auch hier Soft Exoskelette, die sind natürlich kinematisch, ja, kann man sich streiten jetzt, ob man sie kinematisch different oder kinematisch äquivalent nennt. Das sind gelenklose Exoskelette, also das sind hier flexible Materialien, wie man sieht hier, zum Beispiel in diesem Handschuh. Da können hier die Kabel dann verlaufen. Die Kabel müssen natürlich zu irgendeinem Motor, zu irgendeiner Aktuierungseinheit geführt werden, damit überhaupt Bewegung erzeugt werden kann. Und die bisherigen Limitationen natürlich sehr bequem, sollte natürlich sehr bequem sein, so wie ein Handschuh und lässt sich adaptieren auf beliebige Hände oder Rotationszentren der Finger. Die einzige Limitation von diesen Systemen sind natürlich die Kräfte und Momente, die sie aufbringen können. Ja, das heißt, es sind noch keine großen Kräfte und Momente, die man hier realisiert. Und auch wenn man große Kräfte und Momente hier realisieren kann, eine gezielte Aufbringung von Kraft bzw. Moment auf ein bestimmtes Gelenk ist dadurch natürlich nicht garantiert. Ja. Aber auf jeden Fall eine zukunftsweisende Technologie und zukunftsweisende Forschungsrichtung für Exoskelette, nicht nur für die Hand, sondern vielleicht für den ganzen Körper. Es gibt hier
bestimmte Realisierung von diesen, naja, quasi Soft Exoskelette, und zwar das ist so ein Human Grasp Assist, was NASA entwickelt hat, schon die erste Version 2007. Es gibt auch neuere Versionen davon. Das soll Astronauten und auch mechanische Arbeiter unterstützen, um bei diesen handwerklichen Aktivitäten, also bei diesen handwerklichen Aktivitäten. Und man hat hier Untersuchungen durchgeführt, die zeigen, dass man hier die Kräfte, die ein Benutzer aufbringen muss, reduziert werden können von 70 bis 90 Newton, also von 70 bis 90 Newton auf 20 bis ungefähr 40 Newton. Und da sieht man hier die Aktuatoren, die sind hier in diesem schwarzen Teil hier, das heißt auf dem Unterarm angebracht, integrierte Sensorik etc. Die jetzige Version, also die Version von der Zeit hier, also auf die ich mich jetzt hier beziehe in diesem Paper hier, die war ungefähr 1 Kilogramm, aber inklusive die gesamte Steuerung, die Aktuatoren und sogar ein Display, was auf der Hand war, und Batterie, was eigentlich nicht zu unterschätzen ist, all diese Komponenten hier zu integrieren. Genau, und somit will ich das Kapitel hier abschließen. Das heißt, wir haben hier die Requirements für Hand-Exoskeletons, die sind ähnlich natürlich zu den Requirements, die wir kennen allgemein. Wir haben den Begriff der Synergien, und zwar Muskelsynergien und posturale Synergien kennengelernt, also ein Mittel, um die Dimensionalität des Problems zu reduzieren und praktisch Lösungen, mechatronische Lösungen vorzuschlagen, bei denen man nicht alle Gelenke der Hand nachbilden muss, sondern nicht alle mit aktiven Motoren steuern soll, sondern nur eine kleine Anzahl, also 2 bis 3 Motoren und trotzdem eine große Zahl von Griffen mit dem System realisieren zu können. Und dann haben wir exemplarisch Beispiele von unterschiedlichen Handexoskeletonen, also nicht anziehbar und anziehbar und dann endpunktbasiert, kinematisch äquivalent, kinematisch unterschiedlich und dann die Soft Exoskeletons. Natürlich gibt es hier viel Literatur zu dem Thema. Das ist so das sind die Literaturstellen, die wir hier in diesem Kapitel zum Thema Handexoskeletons verwendet haben. Falls jemand hier etwas nachlesen muss, da sind hier die entsprechenden Referenzen, könnt ihr mal bei Gelegenheit mal angucken. Somit komme ich zum Ende hier von diesem Kapitel und ich würde hier an der Stelle die Aufzeichnung